Alois, ich verstehe da was nicht. Was ist denn, Irmi? Frag mich halt, ich sag das schon. Die Gschwendlingers. Heute die Geschichte mit Venezuela und dem Mineralwasser. Irmi legt ihre Zeitung beiseite, steht auf und geht zu Alois ins Arbeitszimmer. Der sitzt wie immer vor dem Computer und lächelt vor sich hin. Sie konnte ihm ansehen, wie er sich über die Dummheit und die im Internet rumvagabundierende Masse an alternativen Fakten amüsierte. Du, warum gibt's denn da drüben in Venezuela keine Regierung? Und überhaupt, warum haben die Leute da drüben nichts zum Essen? Ja, wie kommst jetzt da drauf? Naja, in der Zeitung steht, dass der Mensch, der da unten in Venezuela regiert, gar nicht regieren darf. Und dass der das eigentlich darf, dass man den nicht lassen. Und dass die Leute dort hungern, wie ich schon gesagt habe. Aber wenn dann die Amerikaner denen da Lebensmittel unterschicken, damit die eben nicht hungern müssen, wie sie es bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch gemacht haben, dann dürfen die Amerikaner dort nichts abliefern. Also ich finde, das ist eine ziemliche Sauerei. Ja, Irmi, wenn das so war, dann war es eine echte Sauerei. Nur ganz so ist aber nicht. Ja, wie ist es nachher? Jetzt pass auf. In Venezuela, da hätten die nur zum Essen, wenn die Armee das wirklich wollen würden. Nur jedes Mal, wenn die da unten in Venezuela ihren Präsidenten gewählt haben, dann hat das den Amis nicht passt. Die haben nämlich in letzter Zeit da unten in Venezuela immer einen Linken gewählt. Und die Linken haben ihr Erdöl, davor haben die nämlich in dem Land einen Haufen, immer so verkauft, dass alle Einwohner, nicht nur die paar Großkopferten, die die da unten haben, was davon gehabt haben. Und, jetzt pass auf, in denen ihrer Schulwesen haben die auch wahnsinnig viel Geld investiert und jetzt gibt's nicht mehr so viel Blöde da unten. Ja, aber das machen die doch gut. Warum hat man dann was gegen die Regierung da unten? Aber Irmi, das müsst's doch schon langsam wissen. Beim Erdöl, das einer nicht gehört, versteht der Ami keinen Spaß. Und außerdem, Linke haben die Amis noch nie nicht mengen. Mit denen kann der Ami irgendwie keine gescheiten Geschäfte machen. Also haben's den linken Regierungen da drunten in Venezuela das Leben halt etwas schwerer gemacht. Und jetzt mal sogenannte Sanktionen gleich gegen das ganze Land verhängt. Also geschaut, dass die da unten nicht alles kriegen, was sie haben möchten. Und deswegen müssen die in Venezuela jetzt hungern? Na, in Venezuela hungern's nicht. Aber alles haben's halt auch nicht. Medizin haben's zum Beispiel zu wenig. Aber eins haben sie wirklich zu viel. Ein Chef haben sie zu viel. Da möchte jetzt statt dem gewählten Präsidenten ein neuer ein Präsident sein, den die Leute aber nicht zum Präsidenten gewählt haben. Ja, geht denn sowas? Nein, eigentlich nicht. Doch die Amis gefeuert der besser, weil der nicht links ist. Mit dem könnten sie die besseren Geschäfte machen. Also sagen alle, der Neue ist der bessere Demokrat. Und schon sehen das ein paar andere Länder ganz automatisch auch so. Zum Beispiel mir in Deutschland. Wenn das jetzt so stimmt, Aloisi, wie du mir das erzählst, dann verstehe ich die Welt aber überhaupt nicht mehr. Na, warte mal. Ich versuche dir das jetzt mit einer Geschichte zu erklären. Da verstehst du es dann vielleicht besser. Du kennst doch den Gierlingerbräu aus der Nachbargemauer. Ja, freilich kenne ich den. Der Gierlingerbräu verkauft doch das aus seiner eigenen Quelle heraussprudelnde Mineralwasser. Das verkauft er auch ganz gut. Du kaufst das ja. Doch aus dieser Quelle, aus der dem sein gutes Wasser kommt, kommt nicht so viel raus, wie der Gierlingerbräu mehrt. Wirklich? Das hab ich ja gar nicht gewusst. Irmi, das kannst du ja gar nicht wissen, weil es ja nicht stimmt. Das,
Was ich da jetzt erzähle, das denke ich mir doch gerade aus. Das nennt man Metapher. In dem Fall eine Geschichtenmetapher. Ich erfinde gerade eine Geschichte, damit ich dir die Sache mit dem Venezuela besser erklären kann. Also, weiter geht's. Der Kirlinger Brei kann also mehr Geschäft mit seinem Wasser machen, wenn er nur mehr davon hätte. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten auf unserem Grund auch eine Quelle. Also Alois, jetzt spinnst du aber gescheit. Das müsst ihr jetzt aber wirklich wissen, dass wir so eine Quelle haben. Irmi, bitte denk an, das ist eine Metapher. Das gehört doch zu der Geschichte, hoch einfach weiter zu. Wir haben diese Quelle, die wir in Wirklichkeit nicht haben, prüfen lassen und dabei haben sie festgestellt, das Wasser könnte man, weil es so viel Mineralien hat, ganz gut als Mineralwasser verkaufen. Wir haben also eine Anlage draufgestellt auf die Quelle, das Wasser abgefüllt und verkaufen es unter dem Namen die Calciumkönigin oder so an alle Supermärkte in der Umgebung. Da unsere Quelle wahnsinnig viel rauslässt, die Geologen, das sind die Fachleute, die das besser wissen, haben gemeint, es sei eine der wasserreichsten überhaupt und deshalb könnten wir da noch ewig Wasser verkaufen. Das Ganze ist also ein wahnsinnig gutes Geschäft für unsere Familie. Das Geld fliegt nur so beim Fenster rein. Uns, unsere Kinder und den Verwandten, die wir bei uns mitarbeiten lassen, denen geht's gut. Besser als so manchen in unserer Nachbargemeinde. Und das gefällt natürlich nicht jedem. Also bis jetzt gefällt mir die Geschichte schon. Also erzähl weiter. Die Geschichte wird dir gleich nicht mehr gefallen, Irmi. Dass es uns allen so gut geht, das gefällt ja, wie ich gesagt habe, nicht jedem. Besonders dem Kirlinger Brei nicht. Der möchte das Geschäft selber machen und möchte uns deshalb unsere Quelle schon lange irgendwie abluchsen. Ja, aber wir verkaufen dem das nicht, oder? Na, das darf man nicht. Doch der Kirlinger wird jetzt hinterfotzig. Er kriegt raus, dass einer von unseren Verwandten, die bei uns arbeiten, mit seinem Job nicht so recht zufrieden ist. Und dem verspricht er, wenn er ihm hilft, uns die Quelle abzuluxen, dann kriegt er bei ihm einen besseren Job. Ja, so ein hinterkünftiger Dreckbär, so ein hinterkünftiger. Irmi, bleib ruhig, ist doch nur eine Geschichte. Also, unser unzufriedener Verwandter geht jetzt zur Zeitung. Da erzählt er denen, dass es bei uns drunter und drüber gegangen. Wir zwei, also du und ich, aber in Saus und Braus lebten, aber die Leute bei uns für einen Hungerlohn arbeiten müssen und am Ende des Monats nichts mehr zum Essen kaufen konnten. Obendrein sei ja ich irgendwie ein Kommunist und sowieso ein ganz abscheulicher Diktator in der Firma. Und weil in der Redaktion dieser Zeitung, die du selber jeden Tag liest, ziemliche Deppen sitzen, schreibst den Schmarrn auch wirklich. Ohne dass nur ein einziger von denen bei uns selber vorbeigeschaut hätte und uns gefragt hätte, was da los war. Und jetzt geht's natürlich los. Seit das in der Zeitung steht, klingelt das Telefon andauernd und die Leute schimpfen bloß noch auf uns. Wir verkaufen plötzlich weniger von unserem Mineralwasser und der Flaschenproduzent liefert uns auch keine Flaschen mehr. Und besonders ausgeschämt, der Kirlinger, dem ja bei uns im Dorf die Apotheken und der Supermarkt gehören, verkauft uns zwar, aber auch unseren Mitarbeitern nix mehr. Ja, spinnt der. Hör mich, Geschichte. Ja, wie schlimm soll die denn noch werden? Ist gleich vorbei, Irmi. Also, weiter geht's. Als unser Depperter, der unzufriedene Verwandte, jetzt auch noch das Gerücht streut, nicht mir, sondern ihm gehöre eigentlich die Firma, lässt der Kirlinger unsere Konten bei der Sparkasse sperren.
Als das mit der Kontensperrung jetzt auch in der Zeitung steht, passiert etwas Komisches. Der Gierlinger scheint plötzlich Mitleid mit uns zu haben und kommt mit einem Lieferwagen voller Lebensmittel vorbei. Und jetzt ist auch auf einmal die Zeitung dabei. Die schrieb vorher von einer humanitären Hilfsaktion Gierlingers. Die Mitarbeiter lassen ihn aber nicht auf den Hof, denn sie wissen ja, dass er es ist, der ihnen das Leben unnötig schwer macht und er es ist, der hinter all diesen tappigen Gerüchten steckt. Da ja jetzt endlich auch wer von der Zeitung bei uns war, haben ich und einige Mitarbeiter versucht, mit dem Redakteur zu reden. Doch der lehnte ab. Was wir zu sagen hätten, das wäre doch eh nur uninteressant für ihn. Die Fakten, die sie vom Gierlingers Leuten hätten, reichten vollkommen aus, um feststellen zu können, dass ich ein diktatorisch und unrechtmäßig Handelnder sei und es höchste Zeit sei, meine desolate Firma würde von einem demokratisch Handelnden in eine bessere Zukunft geführt werden. Wenn ich das nicht einsehen wolle, würde man es auch befürworten, wenn mein Ausscheiden auch mit Gewalt geschehen würde. So, Irmi, jetzt bin ich fertig mit meiner Geschichte. Wenn's jetzt wieder mal etwas über die momentane Situation in Venezuela liest, dann denk doch bitte an die Geschichte, die ich da gerade erzählt hab. Vielleicht verstehst du es dann besser, dass das, was die dir in der Zeitung und auch im Fernsehen erzählen, nicht immer alles so ist, wie es in Wirklichkeit ist. Mei, wenn ich die nicht hätte, Aloisi. Du magst dann lieber Kas. Das waren die Gschwendlingers, aufgenommen für bürgersicht.de. Musik Martin de Boer, eingesprochen von Bernd Schuberg.